Du hast die Lernbox Auffinden einer Person gewählt. Hier erfährst du, was du tun musst, wenn du eine Person findest, die Hilfe braucht. Wir zeigen dir zwei verschiedene Situationen. In der ersten Situation zeigen wir dir, was du tun musst, wenn du eine Person findest, die nicht ansprechbar ist. In der zweiten Situation ist die Person, die du auffindest, ansprechbar. Die erste Situation. Du siehst eine Person in deiner Nähe, die Hilfe braucht? Johannes zeigt dir im Video, was du tun musst, wenn die Person nicht ansprechbar ist. Johannes und Maria haben diese Auffindesituation nachgestellt. Oh, was ist hier denn passiert? Hallo? Hallo, hallo, hörst du mich? Hörst du mich? Hallo? Hallo? Jetzt rufst du laut um Hilfe. Hilfe! Und rufst die Notrufnummer an. Die Notrufnummer ist immer 112. Danach ist es gut, wenn du die Person in die stabile Seitenlage bringst. Wenn du wissen willst, wie du eine Person in die stabile Seitenlage bringst, schau dir auch die Lernbox Stabile Seitenlage an. Die zweite Situation. Du siehst eine Person in deiner Nähe, die Hilfe braucht. Schau dir in diesem Video an, wie Johannes reagiert, wenn er jemanden findet, der Hilfe braucht. In dieser Situation ist die Person ansprechbar. Johannes und Maria haben diese Auffindesituation nachgestellt. Oh, was ist dir denn passiert? Kann ich dir helfen? Ich kann, glaube ich, nicht auftreten. Ich bin hier umgefallen und bin mit dem Fuß umgeknickt und das tut richtig weh. Ich glaube, ich kann gar nicht mehr aufstehen. Okay. Guck mal, das ist schon ganz dick geworden. Ich hole gleich Hilfe. Hilfe! Wenn du eine Person auffindest, der es nicht gut geht, sprich sie direkt an. Das fällt manchmal gar nicht so leicht, aber es ist wichtig. Johannes spricht zum Schluss nochmal darüber. Beim Auffinden einer Person ist ganz wichtig, dass ich den Mut habe, die Person anzusprechen und zu fragen, ob ich ihr helfen kann oder soll. Das war die Lernbox Auffinden einer Person.